Das ist angesprochen, der einzige Truck einer Partei beim CSD hier, der am Kudamm entlangführt, die Piraten. Alle anderen Parteien oder die meisten anderen Parteien sind beim alternativen CSD. Auf Arbeit. Ja. Wir können ja mal. Ja. Das war nicht der Versuch. Nee, das war, schade. Aber ich würde mich das, glaube ich, nicht so richtig trauen. So, das ist dann so. Es gibt immer bei wir hatten es ja schon erwähnt, die Parteien sind fast alle, wir haben immer fast alle gesagt, zum alternativen CSD gegangen. Und dort hat ja dementsprechend auch der regierende Bürgermeister eröffnet. Wir haben da vorhin schon Renate Künast gesehen, Jan Stöß von der Berliner SPD war dabei. Aber eine Partei hat gesagt, nein, wir bleiben beim traditionellen CSD. Und das ist die Piratenpartei. Das ist nicht der Dildo King. Nein, nicht der Dildo King. Die Piratenpartei, die da ins Bild kommt. Na klar, bei den Piraten muss man wieder einen QR-Code einscannen, um dann im Internet die Botschaft zu lesen. Versuchen Sie das mal vom Monitor runter zu scannen. Die Piraten, also das sind jetzt nicht die Piraten, aber die Piraten, da ist der Wagen der Piraten. Wir sind eine Partei, die im 21. Jahrhundert entstanden ist, sagen sie, und wir machen sehr progressive Lösungsvorschläge. Und wir gehen hier auf die Straße, weil die freie Selbstbestimmung von geschlechtlicher und sexueller Identität und Orientierung in unserer Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein muss. Und Sie, zu diesem Streit zwischen den beiden Umzügen, sagen Sie, auch wenn auf dieser Parade ein Fokus beim Feiern liegt, steht der CSD immer für klar formulierte politische Forderungen. Und deswegen haben Sie gesagt, okay, wir bleiben bei dem CSD, den wir seit vielen Jahren kennen. Und Sie sagen, Sie sollen jetzt nicht weiter vom Fernseher sitzen, sondern hierher kommen. Die Botschaft an die Zuschauer der Piraten ist, ihr sitzt immer noch vor dem Fernseher, raus auf die Straße mit euch. Wir sehen uns am Nollendorfplatz oder spätestens am Landwehrkanal. Also wer Lust hat, jetzt noch herzukommen, das können Sie machen. Es sei denn, Sie sehen das jetzt ein paar Tage später in der RBB-Mediathek, dann können Sie zwar auch hierher kommen, dann ist hier aber kein CSD mehr. Piraten denken queer. Steht auf diesem Wagen. Thank you.